Ich möchte etwas über eine alte Eiche erzählen. Sie stand ungefähr an der Stelle, wo ich jetzt stehe. Sie war hochgewachsen, hatte eine herrliche, breite Krone und rund um ihren mächtigen Stamm war eine Bank angebracht. Auf dieser Bank saßen wir mit meinem Mann oft, wenn wir einen langen Spaziergang in der Gegend gemacht haben. Wir schätzten die Eiche auf etwa 100 Jahre und haben sie richtig ins Herz geschlossen. Als ich dann später verwitwet war, kam einmal der tschechische Schriftsteller Jaroslav Putík nach Zürich zu Besuch. Er war ein Studienkollege von mir. Ich nahm ihn hierher und wir machten ebenfalls einen langen Spaziergang in der Gegend und saßen ebenfalls unter der Eiche. Der Schriftsteller war begeistert von der Schönheit der alten Eiche. Er hat sie ebenfalls ins Herz geschlossen. Und bei gelegentlichen Telefongesprächen fragte er immer wieder nach der Eiche. So auch in diesem Frühjahr. Da machte ich mich auf den Weg und wollte nachsehen, wie die Eiche den langen Winter überstanden hatte. Doch ich fand die Eiche nicht mehr. Da fragte ich beim Stadthaus in Schwamendingen, was mit der Eiche passiert sei. Und man sagte zu mir, sie wäre krank gewesen und man hätte sie fällen müssen. Das kaufe ich Ihnen aber nicht ab, mein Herr, habe ich zu dem Beamten gesagt. Dann sprach ich auch mit dem obersten Gärtner von Zürich und der hat mir gesagt, die Eiche wäre schon im vorigen Jahr zum Tode verurteilt und auch gleich hingerichtet worden. Er hat es zwar nicht mit diesen Worten gesagt, aber so war es. Ihr einziges Verbrechen bestand darin, dass sie dem Menschen im Wege stand. Vielleicht könnte man irgendwo in Schwamendingen eine neue Eiche pflanzen, welche einmal wieder zum Wahrzeichen von Hirzenbach aufwachsen würde. In Erinnerung an die alte Eiche, welche ihr Leben lassen musste, nur weil man den Spielplatz erweitern wollte. Und wenn man einen sehr alten Baum fällen muss, glaube ich, man sollte dabei immer eine Trauermusik spielen. Ich heiße Ruth Finkel und ich kam vor 40 Jahren als Flüchtling mit meinem Mann und Tochter aus der damaligen Tschechoslowakei in die Schweiz. Jetzt wohne ich schon seit 30 Jahren in Hirzenbach, wo ich meine neue Heimat gefunden habe.